Und dagegen habe ich jetzt gehört, in einem Interview mit Hans-Georg Maaßen tritt ja auch die Werteunion an. Gegen Nein. diese, ja, gegen diese Cancel Culture. Die Werteunion. Okay, ist die Werteunion jetzt vor dem Start schon implodiert oder nicht? Also klar. Wir waren ja letzte Woche tatsächlich ein Stück weit euphorischer als, was heißt euphorischer? Wir waren schon gefesselt von den Entwicklungen, die sich da abzuzeichnen schienen. Und jetzt wurden wir vorgestern dann doch. Ja, wir haben ja auch, glaube ich, gesagt, ne, Werteunion, den besonderen Charme, jetzt mal abgesehen von der Aufstellung, wie sie inhaltlich aufgestellt sein könnte, mit Krall und Maaßen, wovon wir da ausgingen, ne, hatte ja auch unter anderem den besonderen Charme diese zwei Typen, ne, die ja unterschiedlicher nicht sein können. Markus Krall und Hans-Georg Maaßen. Und zwar nicht von den Inhalten her, sondern einfach von ihren Eigenschaften. Eigenschaften, Charakteren her. Ne? Ja. Das hat ja was, ne? Ja. Also das hat ja was. Gerade diese beiden, die haben was, ne? Ja. So. Aber diesen Zahn hat uns jetzt Hans-Georg Maaßen in einem Interview am Sonntagabend auf Langemann irgendwie. Ich kann Langemann nicht, Medien, ein ehemaliger Radiomoderator, der sich auch selbstständig gemacht hat, mit YouTube unter anderem. In diesem Interview, mit diesem Interview hat sich das scheinbar, weiß ich nicht, Stand heute erstmal wieder erledigt. Stand heute hat sich das wohl erledigt. Also er hat ja, wie gesagt, also ist dieser eine Ausschnitt aus diesem Interview, der hat ja jetzt, ich glaube, ab Dienstag hat er dann tatsächlich die Runde gemacht, ging dann viral, indem ja Hans-Georg Maaßen verneint hat, dass Markus Krall, beziehungsweise auch die, ja, damit eigentlich auch die Inhalte, die Markus Krall transportieren würde, in der neuen Partei eine tragende Rolle spielen wird. Also auf die Frage, wie es denn personell aussehen würde, ob denn Markus Krall und Max Otte da involviert seien, da hat Hans-Georg Maaßen klar mit Nein geantwortet und hat das damit begründet, dass doch Markus Krall in dem einen oder anderen Punkt über das Ziel hinausschießt und dass die Forderungen von Markus Krall wohl nicht mehrheitsfähig sind. Werteunion nicht mehrheitsfähig sind. Das hat er ja jetzt nicht gesagt. Nicht doch, hat er gesagt, glaube ich. Nicht Werteunion. Er hat nicht gesagt in der Werteunion. Er hat nur gesagt, bei uns dass, nicht mehrheitsfähig, so, hat er gesagt. Okay. Ja gut, da dachte ich jetzt, er meint Deutschland. Aber es kann natürlich auch die Werteunion gemeint sein. Und damit hat er natürlich für einen, wie soll ich sagen, für einen Aufreger gesorgt, ja. Also du hast es transkribiert. Markus Krall hat bestimmte politische Positionen, die bei uns, glaube ich, nicht mehrheitsfähig sind. In manchen Punkten schießt er über das Ziel einfach hinaus. Das war schon bezogen auf die eigene Werteunion, definitiv. Okay, alles klar. Gut, dass du das nochmal entsprechend einsortiert hast. Ich dachte, weil er danach gesagt hat, es geht darum, Wähler zu gewinnen, dass er meint, also mit uns, dass er dann ganz Deutschland meint. So, und damit hat er natürlich, ich sag mal, diese Partei, diese neue Hashtag, neue Partei, schon vor der eigentlichen Gründung, ich weiß jetzt nicht, zum Implodieren gebracht, würde ich jetzt an dieser Stelle nicht sagen, weil wir wissen nichts über die Entwicklungen. Also alle Welt wartet eigentlich seit Dienstag, seit das viral gegangen ist, auf eine Stellungnahme von beispielsweise Markus Krall, wie er dazu steht. Oder auf eine Klarstellung womöglich auch von Maaßen. Beides wird bestimmt noch kommen, bin ich sicher. Davon gehe ich auch aus, also dass Markus Krall das jetzt nicht wird, also unkommentiert lassen. Die Frage ist nur, wie wird es kommentiert werden? Und man konnte das bei Twitter, konnte man das sehr, sehr gut beobachten. Also da wurde dann auch wirklich tatsächlich so ein klarer Bruch deutlich. Also auf der einen Seite die Wertkonservativen, die konservativ-liberalen und auf der anderen Seite eben die, ich sag mal, eher Libertären. So, und die eher Libertären oder auch die Libertären, die zeigen sich natürlich entsprechend geschockt. Ja, also nach so einer Aussage. Da fragt man sich natürlich, okay, wir alle haben jetzt Wochen, Monate lang auf diese Parteigründung gewartet und wir haben darauf gewartet, weil eben durch Markus Krall diese Parteigründung ja irgendwo forciert worden ist, diese Parteigründung irgendwo auch angekündigt worden ist. Markus Krall hat, ich glaube, unmittelbar vor Bekanntgabe der Parteigründung oder des Vorhabens der Parteigründung, hat er ja nochmal dazu aufgerufen, der Werteunion beizutreten. Und das hat wohl auch direkt gefruchtet. Ich meine,
Ja, ich glaube, am Donnerstag, Freitag, Samstag hat wohl Hans-Georg Maaßen in einem Interview verkünden lassen, dass innerhalb der letzten paar Stunden irgendwie 500 Mitgliedsanträge eingegangen sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass das hier und da wohl auch mit Markus, mit dem Aufruf von Markus Krall zusammenhing. Und genau. Das ja, war am 4. Januar ging die Werteunion damit in die Öffentlichkeit. Ja. Wir werden eine Abspaltung der CDU wird eine neue Partei, was ja auch einen gewissen Charme hat, diese Abspaltung von der CDU. Haben wir ja letzte Woche lange darüber gesprochen. Ja. Worauf, glaube ich, gefühlt Sekunden später Markus Krall gesagt hat, die Hashtag neue Partei ist die Werteunion. Ja, ja, ja. Und dazu quasi so eine Art Siegerfoto eher mit Hans-Georg Maaßen beim Bierchen. Ne? Ja.